Herzlich willkommen zur Sexsprechstunde mit Carla und Cheryl. Ich werde jetzt Carla mal fragen, was passiert in unserem Körper beim Sex? Naja, also stellt euch vor, wir wären Urmenschen. Wir ticken tatsächlich noch genauso wie Urmenschen. Nicht nur die Triebe, sondern auch unser Nervensystem. Stellt euch bitte vor, wir haben zwei Nervensysteme. Ein Nervensystem, wo wir uns bewusst bewegen können. Und ein Nervensystem, was ganz unabhängig von unserem Willen unsere innerlichen Körperprozesse steuert. Und da, nochmal, wir sind so wie Urmenschen, gibt es ein Nervensystem zum Flüchten und Kämpfen. Und das andere Nervensystem zum Ausruhen, Verdauen und Sex haben. Schön. Naja. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären also in einer Urmenschhöhle. Wir haben gegessen, wir freuen uns, wir wollen Sex haben. Und jetzt passiert Folgendes. Draußen vor dieser Urmenschenhöhle kommt ein Mammut angerannt oder ein Säbelzahntiger. Und ihr könnt euch vorstellen, der Mann rennt raus. Und was wird nicht passieren? Er wird nicht mit einer Erektion losrennen. Die braucht er nämlich nicht zum Flüchten und Kämpfen. Und genauso ist es auch bei uns heutzutage. Es gibt jetzt keine Mammuts mehr und keine Säbelzahntiger, die wir jagen oder vertreiben müssen. Aber es gibt Stress. Und der Stress ist eigentlich das Mammut oder der Säbelzahntiger des modernen Menschen. Was wäre so ein Klassiker, Cheryl? Was willst du im Bett überhaupt nicht hören? Was würde dich mega stressen? Rechnungen bezahlen zum Beispiel oder unangenehme Post. Ja, genau. Oder zum Beispiel solche Sachen wie, Schatz, entspann dich doch mal. Oder du bekommst gesagt, sag mal, Schatz, meinst du, es klappt heute? Oder du sagst dir selbst, boah, hoffentlich steht er heute. Oder hoffentlich bin ich heute entspannt. Oder hoffentlich ist meine Muschi feucht. Oder was auch immer ihr euch für einen Stress machen könnt. Mega Mammut. Es wird nichts passieren. Tote Hose, gar nichts, völlig niente. Okay. Ja, das heißt also, auch wenn es paradox klingt und wenn es natürlich total schwierig ist, ihr müsst tatsächlich entspannt sein, um Sex zu haben. Und das ist natürlich ein bisschen so schwierig wie, achte nicht auf einen rosa Elefanten in der Wüste. Ja, also das heißt, also, wenn du dir besonders vornimmst, entspannt zu sein, wird es nicht funktionieren. Mhm. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass ihr beim Sex nicht einfach nur zielorientiert denkt, sondern wirklich ergebnisoffen rumfummelt, weil nur dann bringt ihr euch wirklich in eine Stimmung, die euch entspannt sein lässt. Und das ist sozusagen das A und O des Entspanntseins, damit überhaupt der Impuls vom Kopf in der Beckenregion ankommt. Und was dann passiert, das erzählen wir euch in der nächsten Sexsprechstunde.